Präsident hat schon ein paar Zahlen genannt. Die wesentliche Grundlage für sowohl unsere interessenpolitische Arbeit, wenn es um die Gestaltung der Rahmenbedingungen geht, als auch unsere Servicearbeit gegenüber den Mitgliedsbetrieben, die wesentliche Grundlage dafür sind Zahlen, Daten, Fakten, möglichst unbestreitbare. Und dazu hat unsere sozialpolitische Abteilung ein sogenanntes Fachkräfteradar entwickelt, das einige Dinge kann, ein tolles Instrument, abrufbar auf der Landingpage wko.at/Fachkräfte, wo einerseits Informationen gebündelt zur Verfügung gestellt werden für unsere Mitglieder. Man kann dort die Umfragedaten, die der Herr Präsident jetzt in der Gesamtheit schon genannt hat, einsehen, und zwar im Detail, auch verteilt auf ganz Österreich, beziehungsweise detaillierte Informationen zu den Lehrlingszahlen abrufen, über die demografische Entwicklung, Pendlerbewegungen, Arbeitslosenzahlen, das Ganze gibt es ausgewertet nach Bundesland, Bezirk, Berufsgruppe und dazu immer auch eben genaue Informationen zum Bedarf. Ich würde Ihnen das gerne jetzt kurz zeigen. Das heißt, dieses WKÖ-Fachkräfteradar spürt ganz genau auf, wo der Bedarf am größten ist. Wir können das gerne anhand von einem Beispiel probieren. Wir sehen auf der einen Seite ein starkes Ost-West-Gefälle. Wenn wir zum Beispiel den Elektroinstallateur nehmen, ist ein eindeutiger Mangelberuf. Da können wir jetzt auf einen Bezirk gehen, nehmen wir Ried im Innkreis beispielsweise. Da macht das Fachkräfteradar deutlich, der Stellenandrang für Elektroinstallateure ist beim sogenannten Faktor 0,05. Heißt, auf 100 offene Stellen kommen lediglich 5 arbeitslos gemeldete Elektroinstallateure. Dann, wenn wir zum Beispiel switchen nach Wien, ganz andere Situation, Stellenandrang 3,2. Das heißt, auf 100 offene Stellen kommen 320 potenzielle Kandidaten. Wenn wir den Beruf wechseln, ähnlich deutliches Ost-West-Gefälle, zum Beispiel beim Koch, Stellenandrang in Wien 3,2, heißt wieder, 2,7. In Tirol hingegen nur 0,37. Also heißt da 270 zu 100, heißt da 37 zu 100. Zu den Zahlen ist zu sagen, dass diese Berechnungen auf aktuellen Monatsdaten des AMS beruhen, also verlinkt sind mit den AMS-Daten und per Ende August eben gemeldete Zahlendaten Fakten sind. Was heißt das jetzt in der Praxis? Also es wird dasselbe künftig auch auf einer Jahresdurchschnittsbasis geben. Ich habe vorher gesagt, das Ganze soll ja ein Instrument sein für unsere beiden Stoßrichtungen. Interessenspolitisch im Gespräch mit der Regierung, im Gespräch mit der Politik, wenn es darum geht, Rahmenbedingungen zu gestalten, sind die Monatsdaten, die aktuellen, natürlich nicht unbedingt die ideale Grundlage, weil sie natürlich schwankend sind. Dafür gibt es die Möglichkeit, in diesem Tool auch zu switchen auf die Jahresdurchschnittsdaten, mit denen man natürlich bei Gestaltung von politischen Instrumenten eher arbeiten kann und sollte. Und auf der anderen Seite die Monatsdaten, die aber natürlich für einen Betrieb oder auch für unsere Bezirksstellen in der Wirtschaftskammer natürlich interessant sind, wenn es um die Beratung geht. Dann will man natürlich den Tages- oder zumindest kurzfristig aktuellen Bedarf oder die Situation gehen und nicht auf Jahresdurchschnittsdaten. Also je nach Anwendung, unterschiedliche Datenbasis. Was heißt es in der Praxis zum Beispiel, also eine Firma, ich sage jetzt in Vöcklabruck, sucht Elektroinstallateure, Beispiel gesehen, kann auf dieser interaktiven Karte sehen, dass es beispielsweise in Wien durchaus einen Überhang mit dieser Ausbildung und Qualifikation gibt, kann
allein oder gemeinsam mit unterstützt von einer unserer Bezirksstellen oder Landeskammern mit dem AMS dort dann Kontakt aufnehmen, also mit dem Heimischen, und natürlich auch anregen, liebe Freunde, soll man nicht versuchen, auf dem Wiener Markt aktiv zu werden. Und natürlich um Unterstützung des AMS auch zu bitten, die Mobilität herzustellen bzw. zu schaffen. Was wir auch noch machen, und auf dem Service-Tool WKO.at/Fachkräfte, es kann ein Betrieb, der Lehrlinge ausbildet und in die duale oder in die duale Ausbildung einsteigen möchte, der bisher noch keine Lehrlinge ausbildet, dort eine Fülle von Informationen bekommen, also wirklich eine durchgeführt zu werden, was muss ich tun, wenn ich sowas zum ersten Mal machen will. Ebenso werden Mitgliedsbetriebe über andere Möglichkeiten der Personalsuche, der Personalsicherung informiert, also ein ganz umfangreiches Tool. Wenn Sie sich einmal ein paar Minuten Zeit nehmen und dann selber da hineinklicken, werden Sie sehen, da sind wirklich umfangreichste und sehr hilfreiche Informationen da drin enthalten. Und das geht natürlich dann zurück noch einmal zu unserer politischen Arbeit, zu unserer interessenpolitischen Arbeit. Wir haben natürlich alle statistischen Daten auch hier drinnen, also die Informationen über die offenen Stellen, über die Dauer der Unbesetztheit dieser Stellen, die wir natürlich wieder in der politischen Arbeit verwenden, bis hin zu einem Erste-Hilfe-Paket, wie gesagt, in einer Gesamtstrategie der Fachkräftesicherung. Heißt, dieses Tool konzentriert sich neben anderen, die der Herr Präsident in der Gesamtstrategie ansprechen wird. Dieses Online-Tool stützt sich oder konzentriert sich in seiner Wirkung sehr stark und praktisch ausschließlich darauf, auf die Aktivierung, die Mobilisierung vorhandener Potenziale in Österreich. Heißt Mobilität zwischen Bezirken, Bundesländern zu forcieren, genauso wie innerbetriebliche Möglichkeiten auszuschöpfen im Bereich Vereinbarkeit Familie Beruf, also viele auch ratgebende Beispiele und Hilfestellungen drinnen. Alles in allem auch davon ausgehend, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft aufgrund der niedrigen Arbeitslosenraten ja nicht zwingend jene Kräfte, vielleicht im Gegensatz zur Vergangenheit, nicht mehr zwingend jene Kräfte zu finden sein werden, die vielleicht bisher zu finden waren, gilt es natürlich, das Potenzial am heimischen Arbeitsmarkt nicht zuletzt auch vielleicht mit Hilfe dieses Instruments noch besser auszuschöpfen, gemeinsam mit dem AMS, mit unseren Bezirksstellen besser auszuschöpfen, als es vielleicht in der Vergangenheit möglich war. Aber es gibt natürlich darüber hinaus, aber da darf ich wieder an den Herrn Präsidenten zurückgeben, darüber hinaus natürlich auch ein umfangreiches, ergänzende strategische Instrumente, wie wir insgesamt diesem Fachkräftebedarf Herr werden können. Weil Faktum ist, er ist jetzt von den Betrieben artikuliert in der Zwischenzeit eine der größten und stärksten Wachstumsbremsen der österreichischen Volkswirtschaft. Bitte.